Viertes Kapitel: Soldane. Die Nachricht vom Tode Gachmurets stürzte Herzeloide in eine tiefe Niedergeschlagenheit. Alles erschien in sie entleert. Das Einzige, das sie noch am Leben hielt, war die Geburt des Kindes. Sie entschied sich, der Welt den Rücken zu kehren und sich allein dem Wohlergehen und der Erziehung des Kindes zu widmen. Nicht weit von Canovalais entfernt befand sich das Gut Soltane, ein Familienbesitz. Es lag inmitten eines grünen Tales, welches schroffe Berge umrahmten. Nur durch einen kurvenreichen Saumpfad gab es einen Zugang. An diesen abgelegenen Ort zog sich Herzeloide zurück, um das Kind zur Welt zu bringen. Vorher aber vertraute sie die Plattenfirma Lehelin an, da Kieberg, der Verwalter, schon sehr alt war. Nach der Geburt gab sie dem Kind den Namen Parsival, was so viel wie «durch das Tal» bedeutet. Aber nie nannte sie ihn beim Namen, sondern immer «Lieber, guter, süßer!» Aber eines war Herzeloide völlig klar. Der Kontakt mit der Musik und ihrem Umkreis musste auf alle Fälle verhindert werden. Unter keinen Umständen sollte Parsival Musiker werden und den verhängnisvollen Stapfen seines Vaters folgen. Es war eine total behütete Kindheit in einer Naturlandschaft. Drohte das Kind zu stürzen, war die Mutter zur Stelle, um den Fall zu verhindern. Stellte sich ein Stein in seinen Weg, die Mutter entfernte ihn. Und falls er trotz allem strauchelte, so fing sie ihn mit den Händen auf, bevor er mit dem Boden Bekanntschaft machte. Herzeloide sang niemals ein Wiegenlied, um nicht seine musikalische Empfindung zu wecken. Den Beschäftigten und Arbeitern des Anwesens war es strengstens verboten, irgendein musikalisches Instrument zu benutzen. Es war, als ob er in einer lautlosen Welt ohne harmonische Klänge lebte. Es vergingen die Jahre und der Knabe wuchs unter der sorgfältigen Aufsicht seiner Mutter. Freilich wuchs auch seine Neugierde. Er begehrte zu wissen, wo er sich befand, und er wollte die Dinge jenseits der Grenzen des Wohnhauses kennenlernen. So gelang es ihm manchmal, der mütterlichen Kontrolle zu entwischen und die Umgebung des Hofes zu erkunden. Auf einem seiner Ausflüge hörte er, wie die Feldarbeiter des Bauernhofes mit Händeklatschen den Rhythmus des Erntens markierten. Er versuchte sofort, ihrem Takt zu folgen. Als Herzeloide dies vernahm, verbot sie den Angestellten, dies wieder zu machen. Kurze Zeit später bemerkte er einen Waldarbeiter, der beim Bäumefällen sang. Ohne zu zögern, versuchte Parsival ihn nachzuahmen. Ja, da ho, li, ho, ni, ho. Ja, da ho, ja, li, ja, ho. Ja, da ho, li, ho, ni, ho. Ja, da ho, ja, lo, ni, ho. Ja, da ho, ja, ja. Mit dem Resultat, dass Herzeloide den Mann auf Anhieb kündigte. Auf dem Felde und im Walde hausten viele Vögel.
Aber als Parsival versuchte, ihren Gesang mit seinem Pfeifen zu imitieren, ließ Herzeloide alles Federvieh töten. Es war also eine Welt, in der jegliche musikalische Inspiration durch ihre Abwesenheit glänzte. Besuche wurden im Anwesen nicht geduldet. Niemand erwähnte, dass es einen Vater gab, und das Reich der Töne wurde geflissentlich verschwiegen. Herzeloide wurde außerdem täglich frommer. Immer mehr erzählte sie den Buben von der glanzvollen Herrlichkeit Gottes in seinem Strahlenkranz, von seinem himmlischen Lichte, von der Schönheit der Engel mit ihrem überirdischen Glanze, vom richtigen Verhalten und dem Wege zum Paradies. Er wurde nicht im Schreiben und Lesen unterrichtet. Die Mathematik und die Wissenschaften blieben außen vor und klarerweise war die künstlerische Kreativität tabu. Nach dem Willen Herzeloides war die Zukunft Parsivals die eines Einsiedlers, eines Mönches oder eines Ordenmannes weit abseits der materiellen Welt.